Hallo und herzlich willkommen zu einer, wie ich finde, wunderschönen Yoga-Einheit, die dir alle Vorteile einer kompletten Yogastunde bietet. Heute kurz und kompakt. Und dann würde ich sagen, wir starten jetzt. Viel Spaß! Wir beginnen in einer tiefen Hocke. Komm dazu auf deine Knie und stell deine Zehenspitzen an. Deine Hüfte befindet sich direkt über deinen Fersen. Wenn dir das zu intensiv ist, dann löse deine Zehenspitzen und bring deine Hüfte auf diese Weise über deine Fersen. Und wenn dir auch das unbequem ist, setz dich einfach in einen anderen bequemen Sitz. Finde deine Position. Und wenn du bereit bist, richte deine Wirbelsäule lang und gerade aus. Entspanne deine Schultern nach hinten und unten weg von deinen Ohren. Führe mit deiner nächsten Einatmung deine Arme über die Seite lang nach oben, Handflächen berühren sich und mit der Ausatmung setzt du deine rechten Fingerspitzen am Boden auf und streckst deinen linken Arm zur rechten Seite. Spüre die Länge in deiner linken Flanke. Atme hier tief durch die Nase ein und wieder aus. Hebe dann mit deiner nächsten Einatmung deinen rechten Arm hoch, Handflächen berühren sich wieder. Ausatmen, linke Fingerspitzen auf den Boden. Rechter Arm zieht weit rüber nach links. Deine rechte Flanke spannt sich auf. Atme auch hier tief ein und tief aus. Führe mit der Einatmung deinen linken Arm wieder hoch. Ausatmen, streck beide Arme über die Seiten nach unten und hinten und fasse deine Hände hinter deinem Rücken. Falte sie und zieh sie lang nach hinten. Öffne dein Herz Richtung Himmel und streck deine Arme. Und dann löse. Komm von hier aus in den Vierfüßlerstand. Hände unter den Schultergelenken, Knie unter den Hüftgelenken. Für Katze und Kuh lass deinen Bauch sinken und komm mit deiner nächsten Einatmung in ein geführtes Hohlkreuz. Atme aus, mach einen Katzenbuckel, werde rund. Atme ein, Bauch sinkt. Atme aus, runder Rücken, zieh deinen Bauchnabel nach innen. Einatmen, öffne dein Herz. Ausatmen, Katzenbuckel. Noch zweimal so. Einatmen, öffne dich. Ausatmen, runder Rücken, schiebe deine Hände. Letztes Mal. Einatmen, roll deine Schultern zurück. Ausatmen, runde deinen Rücken. Lass deinen Rücken wieder gerade werden und setz deine rechte Zehenspitze hinter dir am Boden auf. Mach dich lang und schieb deine Ferse weg von dir. Schaff Länge in deiner Beinrückseite, erzeuge dadurch Raum. Löse dann deine Zehenspitze und setz deinen rechten Fuß seitlich neben dir auf, so dass deine Zehen auf Höhe deines linken Knies sind, Fußaußenkante parallel zur Matte. Die gedrehte Katze. Hebe mit deiner nächsten Einatmung deinen rechten Arm lang nach oben. Ausatmen, setz deine rechte Hand auf dein Schienbein oder Fußgelenk und komm in eine tiefe Verbeugung. Wähle dabei deine Intensität. Je tiefer die Hand, desto intensiver. Noch viermal so. Einatmen, streck deinen rechten Arm hoch und öffne dich. Ausatmen, tiefe Verbeugung, gerader Rücken. Einatmen, streck weit hoch. Ausatmen, auf deine Weise tief. Atme ein, öffne dein Herz. Atme aus, komm tief. Letztes Mal, atme ein, rechter Arm streckt hoch. Achtung, atme aus, schieb deinen rechten Arm unter deinem Bauch zur anderen Seite durch. Leg deinen Arm und deine rechte Schläfe entspannt am Boden ab. Ein tiefer und wohltuender Twist. Wenn du magst, streck deinen linken Arm nach vorne aus. Öffne deine linke Flanke nach oben.
tief einatmen und wieder aus. Löse dann alles wieder auf und setz deine linke Hand neben dir auf. Komm zurück in den Vierfüßlerstand. Für die andere Seite stell deine linke Zehenspitze hinter dir auf und bring Länge in deine Beinrückseite. Schieb deine Ferse von dir weg. Spür die Länge und Dehnung deines Beines. Deine Muskeln werden allmählich immer geschmeidiger. Löse deine Zehenspitze und setz deinen linken Fuß seitlich neben dich. Zehen auf Höhe deines rechten Knies. Atme hier ein, hebe deinen linken Arm weit hoch. Ausatmen, setz deine linke Hand an dein Schienbein oder Fußgelenk. Komm in eine Verbeugung in deiner Intensität. Auch hier viermal so. Atme ein, streck deinen linken Arm weit hoch. Atme aus, tiefe Verbeugung. Ein, öffne dich und streck dich. Aus, mit geradem Rücken tief. Einatmen, Arm streckt hoch. Ausatmen, deine Verbeugung. Letztes Mal, ein, öffne dich. Achtung, aus, schieb deinen linken Arm unter deinem Bauch durch zur anderen Seite. Leg deinen Arm sowie deine linke Schläfe bequem ab. Und wenn du magst, streck deinen rechten Arm nach vorne aus. Deine rechte Flanke öffnet sich nach oben. Schenk dir hier einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und wieder vollständig aus. Löse auch hier alles wieder auf, setz deine rechte Hand neben dir auf und komm in den Vierfüßlerstand zurück. Wenn du soweit bist, setz deine Hände eine Handlänge weiter vorne auf, stell deine Zehenspitzen an und schieb dich in den herabschauenden Hund. Bring dein Gesäß weit nach hinten und oben und laufe auf der Stelle. Beinrückseiten und Kniegelenke mobilisieren. Komm hier an. Fächere deine Finger auf und halte ein leichtes Handgewölbe. Pendel dich langsam wieder in der Mitte ein. Beuge deine Knie etwas, sodass dein Bauch näher an deine Oberschenkel kommt. Und so, dass mehr Länge in deinen Rücken gebracht wird. Sehr gut. Streck dann deine Beine wieder mehr oder auch ganz. Greife mit deiner linken Hand zu deinem rechten Bein in Höhe deiner Wade oder deines Oberschenkels und dreh dich unter deiner rechten Achselhöhle ein wenig in die Rotation hinein. Löse und setz deine linke Hand wieder auf. Seitenwechsel. Rechte Hand zum linken Bein. Schau unter deine Achsel hindurch und dreh dich auf. Nacken bleibt locker. Und wieder lösen. Laufe jetzt ganz langsam mit deinen Füßen zu deinen Händen und bleib einen Moment in der stehenden Vorwärtsbeuge. Gerne deine Knie und lass deinen Kopf locker hängen. Genieße diese angenehme Streckung deiner Wirbelsäule. Beuge deine Knie nun in jedem Fall und beginne dich Wirbel für Wirbel nach oben aufzurollen. Dein Oberkörper ist ganz rund. Ganz am Schluss rollst du deine Schultern und deinen Kopf auf. Tadasana, die Berghaltung. Fußaußenkanten parallel zueinander, Länge in der Wirbelsäule und Schultern tief. Drei Runden Arme kreisen. Atme ein und streck deine Arme lang über die Seiten hoch
Atme aus, bring deine Hände vor deinem Herzen zusammen. Einatmen, führe deine Arme mit viel Länge über die Seiten hoch. Ausatmen, bring deine Handflächen vor dir zusammen. Einatmen, Arme mit Länge hoch. Ausatmen, Hände in die Gebetshaltung. Letztes Mal, einatmen, Arme strecken lang hoch. Achtung, ausatmen, komm in die Vorwärtsbeuge. Von der Hüfte geführt tief. Komm mit der nächsten Einatmung in die halbe Vorbeuge. Gerader Rücken, gebeugte Knie. Und ausatmen, tritt zurück in den herabschauenden Hund. Streck dich hier nochmal. Zieh deinen Rücken in die Länge und schenk dir einen tiefen und vollen Atemzug durch die Nase ein und wieder aus. Prima. Laufe nun in kleinen Schritten nach vorne durch, komm zum Sitzen auf deine Matte. Stell deine Füße an. Eine großartige Asana für Bauch und Rücken. Streck deine Arme lang nach oben aus und zieh deine Wirbelsäule dabei in die Länge. Atme hier tief ein. Atme aus, senke deinen Oberkörper ein Stück ab, Arme parallel zum Boden. Nochmal so. Einatmen, komm wieder hoch, Arme strecken. Ausatmen, senke ab, Arme parallel zum Boden. Atme ein, streck dich, Bauchnabel zieht nach innen. Aus, senke ab, Rücken bleibt gerade. Noch zweimal so. Ein, Arme lang hoch. Aus, fester Bauch. Letztes Mal. Ein, ganz viel Länge in der Wirbelsäule. Aus, komm tief und halte hier. Komm so tief, bis du merkst, dass deine Bauchmuskulatur wirklich arbeiten muss und es ein bisschen anstrengend wird. Zieh deinen Bauchnabel fest nach innen. Dein Nacken bleibt locker. Dein Rücken ist gerade. Bauch- und Rückenmuskulatur werden dadurch intensiv und bis in tiefe Muskelschichten trainiert. Und dann löse. Komm wieder mit deinem Oberkörper hoch, umfasse deine Beine und lass deinen Kopf Richtung Knie sinken. Eine kurze Pause. Ein Atemzug tief durch die Nase ein und wieder aus. Setz dann deine Hände hinter deinem Gesäß auf, sodass deine Fingerspitzen zum Gesäß zeigen. Hebe dein Gesäß nun so hoch wie möglich. Der umgekehrte Tisch. Deine Knie sind über deinen Fußgelenken ausgerichtet. Und deine Schultern über deinen Handgelenken. Halte noch, auch wenn es anstrengend ist. Öffne deinen Brustbereich, öffne dein Herz. Spür die Weite, die sich da auftut. Und dann löse. Bring dein Gesäß wieder zum Boden. Umfasse deine Oberschenkel und leg dich auf den Rücken ab. Deine Füße bleiben angestellt. Deine Arme liegen entspannt neben deinem Körper. Eine Übung für deinen Bauch und die Beine. Streck dein rechtes Bein senkrecht nach oben aus. Flexe deinen Fuß und führe dein Bein Richtung Boden. Dein Rücken bleibt dabei am Boden und löst sich nicht, sonst ist dein Bein zu tief. Streck nun deine Zehenspitze und führe dein Bein mit deiner nächsten Einatmung wieder hoch. Nochmal so, atme aus, flexe deinen Fuß und senke dein Bein ab. Atme ein, Zehen strecken, Bein wieder hochführen. Ausatmen, Fuß flexen und absenken. Einatmen, strecken und wieder hoch. Noch zweimal, ausatmen, flexen und tief. Einatmen, mit gestreckter Zehenspitze wieder hoch. Letztes Mal. Ausatmen, langsam absenken. Einatmen, wieder hochführen. Halte dein Bein oben. Greife mit deinen Händen zu deinem rechten Bein und zieh dein Bein sanft zu dir ran. Zehen sind noch gestreckt. Dein Knie kannst du gerne leicht beugen.
Entspanne dich mit tiefen Atemzügen in die Dehnung deiner rechten Beinrückseite. Lass deine Schultern entspannen und dein Gesicht. Halte die Verbindung mit deinem Atem und nimm tiefe Atemzüge durch die Nase ein und aus. Lass die Muskeln immer weicher und weicher werden, ohne etwas zu erzwingen. Löse dann und komm ins Nadelöhr. Setz dein rechtes Fußgelenk leicht unterhalb deines linken Knies auf und greife mit deiner rechten Hand durch das kleine Dreieck, das sich vor dir ergibt, durch und verschränke deine Hände hinter deinem linken Oberschenkel. Zieh dein Bein sanft zu dir ran und rück gleichzeitig dein rechtes Knie von dir weg. Dein Kopf liegt gut und satt auf der Matte. Und dein Gesicht ist immer noch entspannt. Löse nun alles wieder langsam auf und stell deine Füße an. Die andere Seite. Streck dein linkes Bein senkrecht hoch. Flexe deinen Fuß und führe dein Bein Richtung Boden. Achte darauf, dass dein Rücken flächig auf der Matte liegen bleibt. Streck dann deine Zehenspitze und bewege dein Bein mit deiner nächsten Einatmung wieder hoch. Nochmal so. Ausatmen. Fuß flexen, Bein kontrolliert absenken und einatmen, Zehenspitze strecken, Bein hoch. Ausatmen, langsam mit geflexten Fuß absenken, einatmen mit gestreckter Zehenspitze wieder hoch. Noch zweimal so, ausatmen, absenken, Bauchnabel zieht nach innen, einatmen, wieder hoch, Schultern entspannt. Letztes Mal. Ausatmen, flexe und senke ab. Einatmen, strecke und führe hoch. Halte dein Bein hier. Greife mit deinen Händen zu deinem Bein und ziehe es zu dir ran. Zehenspitze bleibt gestreckt. Dein Knie kannst du leicht beugen, um Intensität rauszunehmen. Entspann dich auch auf dieser Seite. Atme tief in deine linke Beinrückseite und entspann dich. Halte die Dehnung sanft und angenehm. Nimm hier wieder tiefe Atemzüge durch die Nase ein und aus. Löse und komm ins Nadelöhr. Setz dein linkes Fußgelenk unterhalb deines rechten Knies auf. Greife mit beiden Händen hinter deinen rechten Oberschenkel, verschränke deine Hände und zieh dein Bein sanft zu dir ran. Dein linkes Knie schiebst du von dir weg, mit leichtem Druck. Spüre auch auf dieser Seite die wundervolle Dehnung Öffnung deines Hüftbereichs. Und dann löse auch hier alles wieder auf. Streck nun für unsere letzte Asana beide Beine senkrecht nach oben, wie Viparita Karani. Deine Füße sind geflext. Du kannst dir auch eine gefaltete Decke oder ein Kissen unter dein Kreuz und Steißbein legen, wenn dir das angenehmer ist. Deine Arme liegen neben deinem Körper. Man sagt dieser Übung auch eine verjüngende Wirkung zu, denn das Blut fließt in umgekehrter Richtung und das parasympathische Nervensystem wird angesprochen. Dadurch entspannt sich dein gesamter Körper. Löse nun und lass deine Beine ganz entspannt auf deiner Matte ausgleiten. Bereite dich auf deine Schlussentspannung vor.
Leg deine Arme und Beine leicht geöffnet auf den Boden und dreh deine Hände auf die Handrücken. Schließe deine Augen. Liege gut und bequem auf deiner Matte und lass dich in diese Position hineinsinken. Bleibe. Entspanne. Komm langsam aus deiner Schlussentspannung, Shavasana, zurück und lass deine Atmung wieder tiefer werden. Öffne langsam deine Augen. Streck dich vielleicht nochmal in die Länge oder mach eine andere Bewegung, die dir gut tut und die dir spontan einfällt. Und wenn du soweit bist, komm entweder über die Seite oder mit angewinkelten Beinen hoch zum Sitzen. Bring deine Hände vor deiner Brust zusammen, neige deinen Kopf. Namaste. Ich hoffe, dass dir die Yoga-Einheit gut gefallen hat. Und wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein möchtest, kannst du gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren. Bis bald.